So, Kamera an, Test, Test. Das ist mein erster Vlog. Ich bin jetzt hier im Berlin Strength mit den üblichen Konsorten, die jetzt live teilhaben an der Entstehung etwas ganz Großes. Leben am Limit. Oh Gott, ich bin vom Hoch. Bei dir sieht das irgendwie eleganter aus. Ich habe knapp 30 Kilo oder weniger als du. Schätze ich mal. Echt? Du wiegst 60 Kilo? Wunderschön. Also ich kann Regain empfehlen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich kann eine türkische Harttransplantation empfehlen, Istanbul. Aber das sieht man so kostspielig. Du hast erzählt, das Video ist sehr schmerzhaft. Das wirst du nie wieder tun. Das hat mir jemand kürzlich erzählt. Zeig mal kurz. Und die kommen jetzt von meinem Arsch oder woher? Die kommen aus meinem Arschhaar. Nein, wirklich? Nee, von hinten. Von hinten? Ja. Und was ist das? Die Spritzen sind schmerzhaft. Also die Spritzen, die du dann kriegst, um das alles zu betäuben, sind so Oschis, Alter. Ziehen dir voll rein, Alter. Die Ohren auch und so. Aber es ist gelohnt. So, ich bin jetzt endlich im Hotel angekommen. Schauen wir uns mal an, wie das ganze Zimmer aussieht. Bin ich mal gespannt. So. Sehen Sie nichts? Oh, schon spät. Und es wird Licht. Habe ich doch ganz gut untergebracht hier. Mit Kochzeile kann ich gleich mein Steak machen. Das Badezimmer. Kann man leben für 2 Tage. War ein anstrengender Tag heute. Morgen geht's weiter. So, ich werde jetzt mal die letzte Mahlzeit für den Tag heute kochen. Das wird Steak sein und ein bisschen Reis. Und dann geht's endlich ins Bett. Essen fertig gekocht. Da seht ihr das Ganze. Vorweg gibt es immer einmal meine Enzyme. Wollen wir sehen. Einmal hier meine Enzyme. Dann gibt es bei mir immer noch 400 Milligramm Berberin, vor allem Carb-Mahlzeiten. Und ganz, 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 ganz wichtig, der Ketchup. Ohne den Ketchup geht gar nichts. Das war es dann von mir auch heute. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich habe die erste Nacht in Berlin erstaunlich gut überstanden, geschlafen wie ein Stein. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Ganz normal, es gibt meine Haferflocken, meine Eier. Eiklar gibt es heute nicht, dafür gibt es noch einen Rest Proteinisolat von gestern, ein Whey. Vorher ganz normal meine Enzyme, Berberin. Und dann muss ich nur noch rausfinden, wie die Kaffeemaschine funktioniert und dann wird gefrühstückt. Jetzt wird gefrühstückt, meine Haferflocken haben sich von selber gemacht. Dazu gibt es immer noch ein paar Rosinen, damit ich ein paar schnelle Kohlenhydrate morgens habe. Ganz normal meine 6 Eier, schon hart gekocht. Ich bin Fan von 0-Kalorien-Soßen, damit kriegt man alles besser runter. Muss man sich nicht komplizierter machen, als die ganze Geschichte ist, gerade wenn man nicht kurz vorm Wettkampf steht. Und statt Eiklar habe ich hier noch ungefähr eine halbe Flasche Isopur. Das ist einfach ein Whey-Hydrolysat. Das sind so 20 Gramm Eiweiß. Damit ersetze ich meine 200 Gramm Eiklar. Und jetzt lasse ich mir erstmal schmecken. Man sollte seine Enzyme natürlich immer vor dem Essen nehmen. Das passiert mir regelmäßig, dass ich das vergesse. Ganzen Subs natürlich alle auf einmal, ne, wie sich das gehört. So, was war das Ganze? Also, erst hatten wir hier Kurkumin, das nehme ich einfach zur Verdauung. Enthält die Zündungswerte ein bisschen unten. Und hilft mir einfach dabei, dass ich einen flachen Bauch behalte über den ganzen Tag.
vor dem Essen hatte ich eben Verdauungsenzyme, selbst Prinzip. Alles, was die Verdauung irgendwie verbessert, sollte man als Bodybuilder auf jeden Fall nutzen, gerade wenn du viel Protein isst. Dann habe ich hier Berberin, das erhöht die Insulinsensitivität, sprich die Kohlenhydrate werden einfach deutlich besser verwertet. Ganz beliebte Kombi. Da merke ich in letzter Zeit auch, dass immer mehr Leute auf dem Zettel haben. Ganz wichtiges Supplement, gerade im Winter, Vitamin D, ne, wenn euch euer Immunsystem lieb ist. Und wenn man das Ganze hochdosiert nimmt, muss man immer Vitamin K2 dazu nehmen. Und dann habe ich hier noch so ein All-in-One-Produkt von Braun. Das ist sehr gut. Da haben wir Tutka mit drin, das unterstützt die Leber. Wir haben dort Niacin relativ hochdosiert mit drin, was die Blutfettwerte verbessert. Und dann der Klassiker, da kann ich euch keinen speziellen, also oder keinen einzigen Grund sagen, warum ich das nehme, also keinen einzelnen Grund. Das Animal Pack, da ist einfach alles drin, von A bis Z. Also falls ich irgendwo einen Mangel habe, habe ich den damit auf alle Fälle auch abgedeckt. Das ist so meine Versicherung, um nicht krank zu werden im Winter. Jeder, der das kennt, wer sechsmal die Woche trainiert und am besten auch sechsmal die Woche Cardio macht und sich im leichten Kaloriendefizit befindet, da ist man einfach anfällig für jeden kleinen Schnupfen. Also alles, was mich fit hält, wird konsumiert. Ich habe jetzt noch etwas Zeit, bevor es nachher zu Big Zone geht, mal ein bisschen frische Luft schnappen, meinen Morgen-Cardio machen und ich werde mich mal auf die Suche nach was zu essen machen. Ein paar Sachen habe ich mitgenommen und vorgekocht. Ein bisschen was fehlt mir noch. Zum Beispiel frisches Fleisch habe ich mir nicht mitgenommen. Nachher wird gegrillt. Also werde ich dafür gleich nochmal einkaufen. Aber ich muss mich hier erstmal orientieren und schauen, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Ich werde jetzt mein Cardio einfach hier in der Umgebung machen. Noch ein bisschen was zu essen einkaufen. Ich brauche noch ein bisschen Fleisch. Und dann geht es nachher zu Big Zone. Ich bin wieder im Hotel angekommen. Jetzt wird noch ganz schnell gekocht. Das ist auch alles schon am Machen. Die Pfanne wird gerade warm. Ich baue mir einfach mein Hähnchen ab. Und dann hoffe ich, dass der Tobias Hane pünktlich ist. So, ich stehe jetzt hier draußen und warte auf den Tobi. Können sich jetzt eigentlich mal ein bisschen beeilen. Aber so ist das mit den Influencern, ne? Das ist höflich, ein wenig zu spät zu sein. Ich friere mir auf alle Fälle den Arsch ab und sobald der Gute da ist, geht's dann ab zu Big Zone. YouTube. Mit vornehmer Verspätung der Herr Hane. Ja, wie gewohnt, ne? Ja, das Beste kommt zum Schluss, das weißt du doch. Gehört sich so als Influencer, ich habe das schon mitbekommen. So, dann geht's jetzt auch endlich los. Hast du gut gepennt, Herr? Ja, gut gepennt habe ich schon. Allerdings bin ich relativ kurz. Ich glaube, 4 Stunden waren es. Nee, ich bin länger nicht. Ich habe direkt gestern noch ein bisschen Sushi gegessen. Schön Ben & Jerry's. Ich habe nicht kräftig gemerkt, also mit 100 Gramm oder 200 Gramm Sushi gerade gestern gehabt. Keine Power, ne? Hast du gemerkt, ne? Das war ja. Ne? Ich habe einmal Ben & Jerry's gegessen, Sushi aufgegessen, habe mich hingelegt. Sie müssen sich anschneiden. Es piept hier ein bisschen. Es ist natürlich schwer mit nur einem Arm. Ich riskiere quasi mein Leben für YouTube. Also, wenn das nicht einen Daumen hoch gibt, dann weiß ich auch nicht. So, Stefan, nicht wegrennen. So, wir sind jetzt hier bei Big Zone. Einmal neu eingekleidet worden. Aldin ist auch am Start. Bin mal gespannt, was der Tag heute so bringt. Training, ja? Bleiben wir noch Training und hier noch ein bisschen. Ja. Ein Read machen. Bin mal gespannt, wie alles kommen wird. Weißt du, wann wir losgehen ins Training? Oder Abend erst noch was. Ich weiß nicht, ja, ich hab schon gehört, dass wir das im Gym für uns haben. Ja, dein eigenes Gym für uns. Das ist nice. Also bis um 1, 2 sind wir wahrscheinlich wieder da. Ja. Hoffentlich wird es wieder ein produktiver Tag heute.
Ja, als richtiger Influencer muss man natürlich sein Essen filmen. Erster Zwischenstopp. Bei mir gibt es Reis und Hähnchen, bei allen anderen gibt es auch Reis und Hähnchen. Kleiner Unterschied, ich habe meinen Kram vorher abgewogen. Die anderen waren schlau und essen hier frisch gegrillt vom Laden. Meins ist relativ kalt. Dafür habe ich Bauchmuskeln. Ich habe keine Waage mit. Was willst du abwiegen? Das Fleisch? Nee, der Reis. Aus dem Grund wiegt man vorher ab. Das sind circa ungefähr so 70 Gramm. Ja, ich hab ja auch dabei. Wirf mir doch mal meine Enzyme rüber. Sind das die von GN? Ich muss ich jetzt rausnehmen. Wie hast du mit Hane 10 gekauft? Tobi, du bist nicht scharf. Du bist nicht scharf. So, jetzt sind wir scharf. Wieso, was hättest du ja festgehalten? Dass ich vorher draußen war. Nee, du bist gerade rausgekommen. Ach so, weil du die Tasche rausgebracht hast. Ich war die ganze Zeit schon im Auto auf. So, wir sind jetzt fertig bei Big Zone. Jetzt geht's noch mal einmal ganz kurz ins Hotel, einmal was essen und dann geht's nachher auch direkt weiter ins Vitalis und da drehen wir noch ein bisschen. Und da wird mir gefilmt. Und Quatsch gemacht. Quatsch gemacht. Ja, Quatsch. Ich glaube, jeder, der einen Vlog von mir guckt oder ein, zwei Vlogs von mir geguckt hat, weiß, dass wir nur Blödsinn machen. Das stimmt. Viel Blödsinn. Komisch, dass auch immer irgendwie was mal rumkommt. Das geht gar nicht. Ja, muss ich wirklich sagen. Produktiv, mit Spaß verbunden. So, Tobi, ja. Wann holst du mich nachher ab? Ich hätte das gerne als Videobeweis festgehalten. Zeitraum gegen 19 Uhr. Ich muss mal gucken, wie weit wir zum Vitalis fahren. Auf Nahrungsmittel. Kannst du bitte deine Hand da weggeben? Ja, dann haben wir noch 23 Minuten zum Essen, Olli. Ich bin das erste Mal hier im Studio und machen einfach mal einen kleinen Rundgang. Mal schauen, was hier Geiles gibt. Schön oldschool. Erinnert mich ein bisschen ans Olympic. Das sind noch Multipressen. Sehr schön. Alles da. Sehr geile Maschine hier. Eine abgestützte Tiba-Rudermaschine. Alles da, was man für ein vernünftiges Training braucht, auf jeden Fall. So, wir haben hier gerade sehr lustige Gespräche. Ich bin ein Verfechter von ziemlich vielen verschiedenen Eiweißquellen und ich gebe bestimmt gerne mal so 20, 25 Euro am Tag für Essen aus. Das ist anscheinend nicht bei allen Leuten so. Erzähl doch mal, was du so isst. Also, ich denke, es ist ziemlich leicht. Für 500 Gramm Waffenflocken kosten ja bei Netto ungefähr 39 Cent, glaube ich. Ne? Also, ich esse ungefähr so 2-3 Stück am Tag. Lass mich mal bei 250 Gramm rechnen. Das sind dann ungefähr 20 Cent. Wasser kostet nichts. Whey, Big Zone, immer Big Zone benutzen. Und ist gratis. Aber der geht auch immer. Kommt ein bisschen scheiße, aber 20 Cent Thomas. Also so, kann man schon leben von. Ich will nie wieder hören, dass einer nicht genug Geld hat, auf seine Kalorien und auf sein Eiweiß zu kommen. Full as fuck. Den werde ich gleich auch mal ausprobieren, habe ich mir heute zugelegt. Meine neueste Errungenschaft. Kann ja sein, weil vorhin von Netflix schon abgeholt. Ich bin großer Fan von dem Nitro-Nutri-Wing von GN gewesen. Das war leider nicht mehr da. Ich habe mich mal das Produkt daneben mir angeschaut. Kann ich mir auch sehr geil. Pumpbooster ohne Stimulantien, gerade wenn du abends trainieren gehst. Ja, da haben wir vor allen Dingen eine Menge Glycerin drin. Das sorgt einfach dafür, dass du einen kranken Pump hast. Hat eine Elektrolytmatrix drin. Alles, was die Flüssigkeitsversorgung im Training verbessert. Werde ich gleich mal testen. Trinkst du öfter Booster? Ganz, ganz selten. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe auch schon Phasen gehabt, wo ich sehr viel Booster genommen habe. Die wirken dann irgendwann nicht mehr. Und gerade wenn man irgendwie fiese Stimulantien nimmt, du hast immer so einen Crash danach. Also mir geht es eine Zeit lang im Training gut und danach geht es aber echt stundenlang schlecht, hat keinen Hunger. Deswegen ganz, ganz selten, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und mich irgendwie pushen muss, dann benutze ich Booster. Oder wenn ein ganz besonderes Training irgendwie ansteht, wo ich Messweiß bringen muss. Ansonsten ist das irgendwie unverbessert. Immer gut, da kann man nicht zu viel nehmen, muss man nicht mit sparen. Hast du noch einen kurzen Tipp für deine Zuschauer, wie man sonst noch einen Pump kriegen könnte, ohne Booster? Ohne Booster, genügend salzen, größter Fehler, den man machen kann, ist Salz komplett aus der Ernährung rausstreichen und genügend trinken. So dumm wie es klingt. Kohlenhydrate, Salz und genügend trinken, das ist das Rezept für einen vernünftigen Pump. Das ist komischerweise, muss ich ehrlich sagen, die Kamera ab. Und Olli sieht erstmal ganz gut, das reicht vielleicht auch. Es ist auch, ich meine mal, wenn ich nehme ich die Kamera und das Stativ mit. Jetzt machen wir was Besonderes. Keine Enzyme. Ich habe nicht mal Berberin genommen. Ohne Berberin, das landet alles in den Fettdepots, nicht im Muskel.
Aber Max, trackst du das jetzt? Ja. Oder machst du jetzt morgen mehr Cardio? Ich track das in meinem Kalender. Ich trage das ein unter Highlight. Unter Highlight? Ich weiß nicht, ob das ein Highlight ist. Wir haben kein Eis. Leute, wir haben kein Eis hier. Jedes Mal, wenn ich zu McDonald's gehe, was meistens irgendwie immer nachts ist, entweder ist die McFlurry-Maschine gerade in der Wartung, in der Reinigung, oder die Mitarbeiter drückt auf den Knopf und explodiert. Ich meine, was ist mit dem Ding eben passiert? Schade, dass du das nicht gefilmt hast. Mhm. Da müsste man uns so dieses Brothers-Logo einblenden. Ja. Und das Kleine war auch. Das wäre so geil. In dem falschen Film. 400 Meter links abbiegen und der B96A in Richtung Zentrum. Oh Gott, das ist jetzt so heftig.